Kann man hier in Schatten stellen. Ja. Hans-Peter? Ja. Du guckst so keine SMS an. Das habe ich überlesen, sorry. Eieiei. Du, ich wollte mal einen Kostenvoranschlag haben. Ja. Für. Moment, ich muss mal gerade in den Fahrzeugschein gucken. Für Feldbearbeitungsequipment. Achso. Damit. Feldbearbeitungsequipment bis maximal. ...125 PS. Ja, was damit? Ich bräuchte eine Sämaschine. Was brauchen wir denn noch? Das wollte ich dich eigentlich auch fragen. Plus 125 PS, sagst du sie? Jo. Hallo? Sind Sie bei den Sämaschinen? Schauen Sie. Wie bitte nochmal? Bei den Sämaschinen. Ja. Sind Sie da am da? Nee, bin gerade nicht in der App. Moment. So, jetzt habe ich sie offen. Die Kuhn BTF 4000. Mhm. Mit dem Fronttank. Hm. 4 Meter. Mhm. Und die hat eine Düngefunktion mit dabei? Nein. Gibt es da irgendwas in Kombination? Ja, die Stara. Wer? Die Stara? Stara, ja. Okay. Ah ja, 3,6 Meter. Mhm. Kann die auch direkt säen ohne Dings da? Ja. Ohne vorher gruppern? Ja. Okay. Und was brauche ich dann noch, damit ich ein Feld bestellen kann? Einen Düngestreuer habe ich. Tiefenlockerer. Mhm, fürs Pflügen. Mhm, ja. Ja. Okay, einen Traktor habe ich. Reicht da mein kleiner Traktor aus? Für was? Ja, für so einen Tiefenlocker. Ich sehe gerade, die brauchen schon ein bisschen Leistung. Also der von Kuhn würde mir zusagen von der Farbe her, aber der braucht ja 130 PS. Das sind nur 5 PS über dem, was sie gesagt hatten. Das heißt, es geht, mit sind sie der Meinung. Ja, würde ich schon sagen. Okay. Und mehr brauche ich nicht? Eigentlich nicht. Okay. Mehr. Ja, was sind wir da? Wir haben 10.000 und was hatten sie gesagt? Die Stara. 10.000, dann wären wir bei 49 plus Steuer, sind wir bei 60.000 circa. Okay, gut, dann bedanke ich mich erstmal. Ja. Und ich melde mich dann nochmal. Okay. Gut, danke, tschüss. Danke, tschüss. So, gut.
Gut, so, der Harry, der Jürgen müsste ja eigentlich auch nochmal melden hier. Damit ich weiß, ob der mir jetzt so einen Schafstall besorgen kann oder nicht. Hallo? Hallo? Hey, Harry, du wolltest, dass ich dich anrufe. Zu meinem CB-Funk. Passt ja. Aber auch, oder? Ich hätte den, Hörnetzer. Ja, hat sich ja erledigt, ne? Ja. Okay, gut, dann bis später. Kannst du einfach reinmachen, gell? Ja. Gut, bis dann. Ciao. Jo, bis dann. Gut, dann kann ich nämlich nochmal eine Ladung Gras holen. Gerade ist die Wiese voll fertig machen hier. So. Ist gut. Es läuft alles. So, hinten läuft. Vorne läuft. Ach, perfekt. So, jetzt muss ich dann nur gucken, dass ich irgendwie noch ein Fell dran kriege, was ich gut bearbeiten kann. Und nicht zu weit weg ist. Und halt ein bisschen Geld. Also wenn der Jürgen mir das Feld abkauft, das wäre optimal. Hallo? Hallo? Jetzt sind alle Schafe drin. Super, vielen Dank. Oh ja, dann sind wir quitt. Jo. Wenn ich dann nochmal was hab, dann melde ich mich nochmal bei dir. Jo. Danke, ciao. Jo. Ciao. Perfekt. Was machst du so, Harry? Bist du noch da? Harry? Nicht mehr im CB-Funk. Ah, ich wollte ihn fragen wegen den Bäumen hier. Stimmt. Aber das müsste ich mit dem Herr Reinhardt nochmal klären. Your mama's calling back for no real reason but just to chat. Hallo? Hallo? Hallo, Herr Reinhardt. Ich wollte gerade noch mal wissen, was wir ausgemacht hatten mit den Bäumen, die bei Parzelle 100 stehen. Soweit noch nichts, weil wir gesagt haben, Forst, nein, danke. Können wir noch mal gerne was ausmachen. Ja, wenn, würde ich es als Auftrag an den Harry weitergeben, an den Förster. Ja, dann würde ich vielleicht sagen, dass da irgendwie ein Teil an die Stadt von dem Dings geht, weil wenn sie nicht dauerhaft Pächter bleiben. Was kostet denn die Parzelle? Welche Parzelle? Parzelle 100. 100, ja. Würde 50.000. Okay. Was? Na, was jetzt?
49.000 würde die kosten. Okay, mit oder ohne Steuer? Steuer. Muss ich kurz draufrechnen. Die Steuer würde noch mal 4.900 ausmachen. Okay. Also wären wir dann bei 55 circa. Ja, grob. Super. Okay. Mhm. Haben Sie noch irgendwie Felder zum Anpflanzen hier unten? Also Felder? Felder. Die ungefähr im gleichen Preissegment liegen. Oder eins zumindest. Die 101 direkt neben ihrer Graswiese, die vielleicht noch. Okay, ist das. Ja. Die kostet, also, da könnten. Pachten oder kaufen? Kaufen. Kaufen, da könnten wir. Kostet so 37. 37.000 plus 10% sind 3.700 nochmal an Steuer. Okay, dann wären wir zusammen bei knapp 100. Okay. Ja, da komme ich vielleicht dann nochmal auf Sie zu. Ja, sagen Sie es, wenn Sie es. Ja, okay. Machen. Gut. Ciao. Bis dann, tschüss. Okay, das passt ja. Also wenn der Jürgen uns das eine Feld abkauft, dann passt das hier. Muss mal halt gucken, ob er das macht. Wie es hier ist, wenn ich es gleich fertig. Weil wenn wir das hier kaufen, dann können wir die Bäume auch einfach fällen. Verkaufen. Kriegt man einen Teil vom Kaufpreis wieder raus. Und die Wiese reicht aber locker aus, um unsere Schafe zu befüttern. Ups. Der Jürgen meldet sich auch nicht wegen dem Gewächshaus. Müssen wir, glaube ich, gleich nochmal anrufen. Ein Stückchen da hinten. Ich habe immer so viel alle zu tun. Volker Varuna hier, hallo. Hallo. Ah, Jürgen, hi. Perfekt. Was hast du denn jetzt rausgefunden wegen dem Gewächshaus? Inwiefern? Ich wollte wissen, ob du eines kriegst. Ja, habe ich schon bestellt. Ja, wann kommt das? Müsste da sein, glaube ich sogar schon. Okay. Müsste schon da sein. Okay, dann darf ich aufbauen kommen? Kannst du machen, ja. Okay. Muss mir halt dann nachher noch sagen, wie groß das ist, gell? Ich habe keine Ahnung. Ah, das ist nicht so groß. Ja. Okay. Okay, cool. Ich komme jetzt gleich vorbei. Jo. Bis gleich, tschüss.
Hat er das da liegen und kommt aber nicht zum Aufbauen vorbei. So ein Hampelmann. Schäfchen sind versorgt. Na? Ja, ein Foto für Instagram machen hier. Warte mal, hat er mir wirklich 20 Jahre ein? Nicht, dass der mich beschissen hat. Okay, passt.